Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen zu unserem Format Der Sinn des Lebens. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir. Es ist Daryl Combs, Medizinmann, Traumaspezialist und internationaler Speaker. Und wir haben uns heute ein wirklich für jeden von uns relevantes Thema ausgesucht. Es ist nämlich die Identität. Leben Sie schon Ihre wahrhafte Identität oder leben Sie möglicherweise eine, die Ihnen durch Konditionierung auferlegt wurde? Wir schauen mal nach oder wir erfahren gleich von Daryl Combs, was das für eine Auswirkung haben kann auf unsere Gesundheit, auf unser Glück und auf unser Seelenwohl. Und ja, wir starten jetzt gleich ins Gespräch. Freuen Sie sich also mit mir auf Daryl Combs. Bis gleich. Herzlich willkommen, lieber Daryl. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich da sein kann. Wir haben uns heute ein spannendes Thema vorgenommen, aber heute geht es um die Identität. Und wir haben schon im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass es ja einen wirklich großen Impact haben kann auf Gesundheit, auf Glück, auf Zufriedenheit, Selbstliebe, ob wir unsere eigene Identität leben oder eben eine, die vielleicht auf Konditionierungen basiert, etc. pp. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, was sagt denn wie die Wikipedia überhaupt zu Identität? Was heißt es denn? Also es ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, zum Beispiel einer Person, also die eine Person kennzeichnen und als Individuum von anderen unterscheiden. Also Eigentümlichkeiten nennt es Wikipedia, ist die Identität, aber es ist halt nun mal das, womit wir glauben oder was wir glauben, was uns ausmacht, oder? Wie würdest du Identität beschreiben? Eine Identität ist ein Oberton und ein Wurzel. So, wenn wir vorstellen, in Leben, wir lernen, eine Veränderung zu schaffen, indem dass wir von außen nach innen schaffen. Ja, so oft es wird, oh, jetzt muss ich auf diese Diät kommen. Jetzt will ich Gewicht reduzieren. Jetzt will ich diesen neuen Job haben. Jetzt will ich da, 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 da. Ja, und ich will früher aufstehen. Und dann, wir fangen immer von außen mit diesen externen Faktoren oder mit einem Verhalten. Aber die tiefere Wurzeln sind nicht bekannt, sind nicht abgedeckt. Und so, wenn wir stellen uns vor, dass es eine Hierarchie gibt, wie eine Pyramide, und die Verhalten und die Beziehungen, wir haben dadurch, sind ganz weit oben, an der Spitze. Und unter das sind Emotionen. Hinter Emotionen sind Gedanken. Hinter den Gedanken sind dann die Glaubenssätze. Und hinter den Glaubenssätzen sind Kernwerten. Mhm. Hinter den Kernwerten ist diese Uridentität. Ja, so seine Wurzel. Wer bin ich? Wer definiere ich? Und dann, wie definiere ich meine Welt? Und dann, was denke ich über meine Welt, und das gibt mir die Gefühle dafür, und das bestimmt meine Verhalten, und das bestimmt meine Beziehungen. Ja? So, wenn wir lernen, nur oberflächlich und von diesen Sachen in einem Verhaltensplan, eine Therapie oder was auch immer, der fokussiert nur eben auf eine Strategie zu entwickeln und irgendwann dran machen, ist es schwierig, das wirklich zu verändern. Wenn jemand Suchtprobleme hat und sagen, hör auf zu trinken, ja, ist nicht so einfach. Vor allem, wenn die Identität oder das Problem ist geerbt oder eine Funktion hinter dem Verhalten stattfindet. Mhm. So ein Beispiel, ein Patient von mir war ein Drogenhandler, drogensüchtig und auch Casino-süchtig. Und der hat einen Drang in sich gespürt, und dann, der musste unbedingt diese Drang, dieser Druck
auslösen, indem dass er das Gefühl hat, der könnte durch dieses Suchtverhalten eine Entspannung kriegen. Mhm. Und dann, wir haben es gesehen, Moment mal, wo kriegst du diesen Drang? Wo kriegst du den Druck, den Frust, die du hast? Ja, in der Arbeit. Ja, wieso? Ja, mein Papa, der hat diese Pizzeria, ich bin da seit Jahren und ich darf nicht da hineingeben, was ich eigentlich kann. Mhm. Und ich bin immer in seine Schatten, sozusagen, mhm. oder? Und der fühlt sich immer in der Ohnmacht, in dem Machtlos. Und durch das, es drückt sich auf. Und Moment mal. Und was ist, wenn? Ja? Was ist, wenn du etwas in die Pizzeria reinbringen könntest? Ja? Was würdest du machen? Ja, da werde ich ein neues Menü kreieren, eine Speisekarte, und da werde ich Ribs reinbringen, da werde ich das reinbringen und gute qualitative Zutaten und dann da war er plötzlich inspiriert. Mhm. Ja? Und so aus diesem Grund, wir haben etwas kreiert, wo er sagt, dann geh zu dem Papa mit diesem Plan, diese Vorschläge, ja, ganz konkret, gib ihm die Zahlen und zeigen, was es machen kann. Ja, setze Babyschritte einen Sachen raus nach der anderen von dieser neuen Speisekarte. Und es wird nicht gehen, es wird nicht gehen. Okay, probier. Und dann, als er das gemacht hat, ja, irgendwas anderes ist in ihm entstanden. Nämlich, dass er selber in die Führungsposition kommen kann, dass er selber kreative Lösungen hat, dass er intelligent ist und dass er könnte was umsetzen und er was beitragen. Ja? Plötzlich, der könnte was. Ja? Und durch diese Beitragen, diese Leistung, kriegt er eine proaktive, inspirierende Energie. Ja? Seine Welt wird anders. Ja? Und es beeinflusst seinen Selbstwert. Ja, er wirkt wahrscheinlich auch ganz anders. Wirkt, ne? Ganz anders. Auch auf seinen Vater, oder? Unbedingt. Aha. Auch. Die Beziehung zum Vater ändert sich, die Beziehung zu Drogen ändert sich, die Beziehung zu Suchtverhalten ändert sich enorm. Ja, obwohl wir gar nichts mit dem Verhalten überhaupt gesprochen haben. Ja. Das habe ich immer wieder gesehen. Wenn jemand glaubt an sich und eine Identität findet, die passend ist, der stimmig ist mit der eigenen Herzen und Seele, ja, dass eine riesige Ressource ist und Sachen um sich herum verändert sich. Mhm. Bei meiner Doktorarbeit in Australien, im Outback, mit jungen Aboriginal Männern, die der höchsten Selbstmordraten haben in der ganzen Welt, die Probleme haben mit Gewalt, mit Drogen, vieles mehr, viel Trauma. Die Lösung für diese Männer war nicht eine Gesprächstherapie. Es war nicht, analysieren wir deine Vergangenheit oder besprechen wir das und reden wir über Trauma. Es war nicht der Fall für diese Männer. Mhm. Die Ältesten haben gesagt, wir bringen euch raus in den Busch, ja, in der Natur. Und ihr seid gebraucht. Ihr müsst für unsere Familien jagen. Ja, ihr könnt es. Finde uns Essen, wir brauchen das. Ihr seid jetzt Rangers, ihr hütet unser Land. Und schaut eben als Liaisons mit Wissenschaftlern, dass wir in Programmen kreieren können, um Sägefisch, Haifisch zu Satelliten-Tags zu machen, auf diese Baby, also Sägehaifische, die 5 Meter lang waren. Und wir haben die gefangen und die Aboriginal Rangers haben den Wissenschaftlern gezeigt, wo die sind und wie wir an die drankommen und. Und so plötzlich, die haben eine Rolle, die waren wertgeschätzt von der Community. Haben Verantwortung bekommen. Die haben Verantwortung getragen. Mhm. Ja, und die könnten was. Und durch diese Identität, ich trage was bei. Mhm. Die Depression, der Trauer, der Trauma hat Raum zu bewegen. Mhm. Das Suchtverhalten, diese Betäubung, das Weglaufen, könnte in eine ganz andere Richtung kommen. Ja? So, die Kraft, wenn wir an die Wurzeln kommen, es gibt uns Flügel.
Ja? Und oft wir sind in diese Identität gefangen, unbewusst, weil das geerbt wird. Glaubenssätze werden geerbt, die mehrere Generationen alt sind. Das sagt, das Leben ist hart. Das Leben ist Arbeit. Ja? Zum Überleben muss ich mich anpassen. Um gelebt zu sein, muss ich brav sein. Ja? Niemand sieht mich, ich bin unsichtbar. Diese Glaubenssätze werden oft wirklich, wenn nicht wortlaut, unbewusst in den Familiensystemen übergeben. Mhm. Ja? Hoffentlich auch gute Ressourcen und Glaubenssätze. Aber diese Identitäten, die Vorbilder, kommen auch dazu als Identität. Und wir speichern das also unbewusst in uns. Es informiert die Werte, die wir haben. Das informiert eben, wie ich die Welt wahrnehme, meine Gedanken dazu. Und dann meine Emotionen werden getriggert und meine Verhalten werden kreiert. Also Überlebensstrategien, die kommen in Einklang mit diesen Kernwunden und Kernidentität. Ja? Und oft eben, wenn wir versuchen, verkehrt rum zu arbeiten, es ist mühsam, es ist Arbeit und ich muss Grenzen setzen und ich muss das und ich muss das und ich habe es nicht geschafft und es ist wieder mein Schlag auf das Selbstwert. Schau, jetzt bin ich so ein Loser, ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht geschafft. Mhm. Ja, und es bestätigt die Versuche, auch in Therapie oder wie immer, bestätigt einfach die alte Sachen. Und leider in Therapie manchmal kann es so sein, dass der Therapeut unbewusst bestätigt diese alte Identität. Ja, es ist gut gemeint. Ja? Ich helfe dir. Wir schauen, was ist passiert bei dir und was ist die Lösung? Also es ist wie wenn etwas kaputt ist mit dir und wir müssen die reparieren. Mhm. Ja? Und da kommen wir in die Rettungsgasse mit dem. Und das ist gefährlich, gut gemeint. Und Therapie ist gut, mach's bitte. Ja, aber ja, das ist eine Falle. Mhm. Und ich habe sehr viel Selbstmordinterventionen in den letzten 40 Jahren gehabt, 35, was auch immer. Und in diese Selbstmordinterventionen, zum Beispiel eine junge Frau, 19 Jahre alt, sehr viele Momente in ihr Leben, wo sie einfach der Selbstwert wirklich im Keller war. Sie hat sich ausgeschlossen gefühlt, wie ein Loser gefühlt. Sie hat nichts wirklich, keine Erfolgserlebnisse. Mhm. Und sie hat dreimal versucht, ihr Leben zu nehmen, war mehrere Monate in Kliniken, und das hat irgendwie nicht geholfen. Und sie kam zu mir an dem ersten Tag und hat mir angeschaut, sagt, jetzt werde ich meinen Finger wegschneiden heute. Und wenn ich weiß, dass ich das schaffe, dann weiß ich, dass ich mein Leben nehmen kann. Was mache ich mit dem? Ja? Nicht mehr alleine lassen. Nein. Offensichtlich eine Konfrontation. Mhm. Und sie hat gewusst, was anderen machen würden. Mit ihr, weil sie hat dieses Spiel lang gemacht, schon jahrelang. Und ich habe meine Intuition gefragt, was darf ich wissen? Ich habe keine Ahnung, was sie machen soll. Wo steige ich ein? Ja. Was darf ich wissen über die Heilung, die jetzt gebraucht wird? Eine wichtige Frage. Nicht morgen, nicht gestern, jetzt. Habe ich meine Augen geöffnet, und dann habe ich ihre Ohrenringe gesehen. Die waren wie leuchtend. Von allen Inputs in dem Raum und von was sie gesagt hat, von wo ich einsteigen könnte, ich habe ihre Ohrenringe gesehen. Okay. Und dann bin ich nicht drauf gesprungen auf diese Konfrontation, diese Challenge, sondern ich habe gesagt, wow, schöne Ohrenringe hast du da. Wo hast du die her? Die sind anders. Sie war für einen kurzen Moment geschockt. Ja? Ich weiß nicht, was. Und dann, die habe ich selber gemacht. Wirklich?
ist dieselbe gemacht. Und das war eine Faden. Ich habe die Magie gespürt in dem Moment, in dem Raum, the Magic Moment. Mhm. Dann habe ich es genommen. Echt, wie machst du das dann? Wie geht das? Ja, ich habe das gelernt. Ich habe 265 Paare zu Hause schon. Und ich liebe das irgendwie. Sag, wow, Weihnachten kommt bald. Meinst du, dass du was machen könnte für meine Freundin und zu Hause? Geht das? Ja, vielleicht. Aber es wird teuer. Und sag, ja, wie viel dann? Ja, da werde ich aber so 8 Stunden brauchen, 7 Stunden pro, sag ich, 10 Euro. 10 Euro, oder? 10 Euro, oh, super. Ich brauche unbedingt ein paar jetzt, mehrere Paare eigentlich, weil die sind wichtig. Und du machst es so toll. Und so die ganze Intervention ging um ihr eine Funktion zu geben, eine Rolle zu geben, eine neue Identität. Hey, ich bin der Profi, die Ohrenringe, schöne Ohrenringe macht. Ja, und dann nicht nur Ohrenringe, sondern auch Miniskulpturen aus Perlen. Ja. Und dann, was ich mit ihm geschafft habe, ist eine gewisse Stabilität zu schaffen, so dass sie nicht sofort kippt in eine tatsächliche gefährliche Situation. Weil sie hätte die Methode schon ausgesucht, es war schon eine ernsthafte Fall. Und dann durch diese Intervention hat sie angefangen zu weinen und weinen. Du bist der Erste, der sieht mich nicht als kaputt. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist unglaublich. Du musst deinen eigenen YouTube-Channel machen. Wie wäre das? Ja, ich weiß es nicht. Ja, und dann haben wir einfach fantasiert, was sie machen könnten. Stark. Und durch das eben, wir haben andersrum. Ich habe gesagt, was ist das Beste? Was ist das Diamant in sie? Wo ist ihr Licht? Mhm. Ja. Was leuchtet sie an? Ja, als Ressource von tief innen. Dasselbe erlebt bei einer Krebspatientin in Norddeutschland, die im Sterben war, von einem Tumor, der unheilbar war im Magen. Mhm. Und sie war 65 Jahre alt, Kinder aus dem Haus. Sie hat sich nutzlos gefühlt, einsam zu Hause. Ja? Und dann ist es wie wenn ihr Leben einfach schon zu Ende war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, ja? Was ist deine Zuhause? Was ist da? Wer bist du wirklich? Und dann in dieser Intervention kam eine Veränderung, indem dass wir sagen, Moment, eigentlich bist du ein Kanal für Liebe. Durch Kekse backen, durch deine Präsenz in der Küche, durch deine Präsenz zu Hause, du bist ein Kanal der Liebe, eine Quelle. Wie wäre es, wenn du eine Quelle bist und nicht einer einfach den Mangel, den niemand sehen möchte? Ja? Mhm. Komplett Switch, 360 Grad. Ja. Ja? Und mit diesem Switch, der geht bis in jede Zelle ihres Körpers. Innerhalb 2 Wochen, diese Tumoren haben sich verschwunden. Ja. Verschwunden. Ja? Und sie lebt noch. Fantastisch. Der Körper kann sich umstellen. Mhm. Unglaubliche Veränderungen. Mhm. Und ich rede nicht vom Wunderheilen und irgendwelche Fufu, whatever. Ich rede von sehr gezielten Heilmomente in Heilräume. Beziehungsweise, wenn wir gemeinsam in die Identität kommen, ja, und wir sehen das Großartige in jeder von uns, ineinander, was für Kraft das ist. In indigenen Kulturen, in Stämmen, auch wo ich herkomme, auch bei der Muscogee Creek, Cherokee, es gibt dieses kollektive Bewusstsein. Mhm. Und wenn du die Tanzen siehst, die Powwows, die Stomp Dances, du spürst diese kollektive Mut im Raum, ja? Den Stolz sein, die Identität als Krieger, als Scout meines Stammes. Und die tanzen, die imitieren die Tieren, die sind in dem Moment die Identität des Bärs.
als dignified Frau oder als eben Mann. Und in diese Tänzen, die Identität ändern sich. Und der Mut wird kollektiv spürbar. Und so, wir können einander helfen und ein Feld von Mut und Kraft aufbauen. Ja? Und das tut was mit uns. Ja? Wir erheben den Standard. Ja? So, wir lassen langsam los, es ist ein Prozess, wir lassen langsam los diese alten Identitäten von der Vergangenheit. Aber wir haben mehr Klarheit für die Zukunft, für die neue Mich. Ja? In meinen Ausbildungen, wir am ersten Schritt tauchen ein in den Medizinkörper. Jeder von uns hat einen Körper des Schamanens, einen Körper aus Medizin, aus Kraft, der was bewirkt in der Welt. Mhm. So, wir lernen durch innere Reisen, durch inneren Entfaltungsprozessen, durch Zeit in der Natur, um zu spüren, was ist meine Essenz? Wie fühlt sich meine Medizin an? Was wird entstehen durch mich? Ja? Das gibt ein bisschen Druck weg, in dem Sinn von, boah, ich weiß nicht, was mein nächstes Ziel ist, was soll ich machen? Und das muss ich, das sollte ich, dieses Buch schreiben und ich sollte diese... In dem Moment, das ist eine Hintertür, der sich öffnet. Und wir sagen, die große Liebe entfaltet sich durch mich jetzt. Deine Wille geschehen durch meine Wille. Ja, das macht was. Ja, definitiv, bin total bei dir. Also... Was ich nochmal festhalten möchte, also eine falsche Identität, woher auch immer man sie sich angeeignet hat, ob man sie eben übernommen hat aus vielen Generationen, vielen Ahnenreihen oder auch in der Kindheit konditioniert, wie auch immer. Aber eine falsche Identität kann, muss eigentlich zwangsläufig irgendwann zu gesundheitlichen Störungen führen. Würdest du das sagen? Ja. Es bringt Disharmonien, es bringt dysfunktionale Identitäten, die in den Zyklus von Gewalt und Trauma, es wird dann immer weiterhin geführt. Und dann würde das schlussfolgernd ja eigentlich heißen, dass, oder kann man schlussfolgern, dass jeder, der eine gesundheitliche Störung hat, unbedingt auch seine Identität mal prüfen sollte? Ich mag nicht schwarz-weiß. Ja, ich verstehe schon, unbedingt. Aber es wäre vielleicht ein Hinweis für denjenigen, den einen oder anderen, der sich jetzt angesprochen fühlt. Ne? Es lohnt sich, die Inner Tracking zu machen. Ich habe ja auch gesagt, er sollte sie mal überprüfen, die Identität, nicht verändern gleich. Ne? Also erstmal überprüfen oder auch und nicht gleich sagen, oh, wegen meiner Identität bin ich vergewaltigt. Ja, genau. Wegen meiner Identität bin ich so schlecht. Bin ich blind und kann nicht sehen. Oder. Es ist ein bisschen schlecht, weil dann kommt eben die innere Kritik und Polizist mit der Peitsche. Das ist auch eine Selbstgewalt inne. Aber die Inner Tracking, so sagt, was für Funktionen, was ist da eigentlich? Was für Botschaften sage ich mich selber? Und arbeiten mit Spiegeln, die Arbeit mit der inneren Achtsamkeit und Präsenz, der öffnet diese Räume, gibt uns Abstand genug, um eben mehr zu spüren als diese kleine Identität. Was wäre denn so eine Frage, die sich jetzt der Zuschauer zu Hause persönlich stellen könnte zum Thema Identität? Zuerst würde ich sagen, du fängst an mit einer Frage wie, was inspiriert mich heute? Bringt mich in Spirit. Aha. Was beliebt mich heute? Bringt mich im Leben. Ja? Was entfaltet sich durch mich jetzt? Die drei Fragen bringen uns in einen andere Art und Weise zu sehen. Es bringt uns in den proaktiven, kreativen Herzraum. Es hilft uns, Leben zu spüren, einem Current, eine Strömung vom Leben zu spüren. Weil das, was mich inspiriert, das, was mich beliebt, richtig inspiriert, richtig beliebt, ist im Einklang, ist ein Zeichen, von was im Einklang ist mit meiner Seele.
mit was in die Welt kommen mag. Weil dann fühle ich mich erfüllt. Mhm. Ja, ich fühle mich im Frieden und extrem Freude. Ja, ich bin glücklich mit dem, was ich tue oder was ich bin, wie ich lebe. Mhm. So, eben, wie will ich sein? Was will durch mich entfalten? Mhm. Die Fragen ziehen zuerst besser als wer will ich sein? Zuerst. Mhm. Das ist oft ein Name, ein Label. Ja. Aber wenn wir zuerst mal spielen mit dem und wir kauen diese Inspirationen ein bisschen und folgen das und geben Raum, dann die Identität entsteht. Mhm. Ja. Und es wird gestärkt und gestärkt und bestätigt, bis es manifestiert, bis es in die Welt kommt. Mhm. Ja. So. Sehr gut. Es funktioniert. Und die, die eben eine große Veränderung haben vor sich, die möchten den neuen Job, die möchten eine Praxis öffnen und Leute helfen, die möchten gesund werden. Gesund werden. Schlicht und ergreifend manchmal. Mhm. Ja, wie oft wir identifizieren uns mit dem Schmerzkörper. Mhm. Und die Identität so, ist so stark da, wie eine Migräne-Patient gehabt, die ich gehabt habe, wo sie dann eben, wenn sie Migräne gehabt hat, ihr Mann hat sich gekümmert. Mhm. Und eben, als sie das gesagt hat, willst du geheilt sein? Weil sie hat mehr als 17, 18 Tage im Monat Migränen. Und dann sage ich, ja klar, okay, und was bedeutet das? Wie wird dein Leben sich verändert, wenn du geheilt sein wirst? Oh, eigentlich dann, das heißt, ich muss arbeiten, das ist scary. Eigentlich, okay, mein Mann kümmert sich nicht mehr an mich, weil ich bin nicht mehr am Schmerzen und der schenkt mir keine Aufmerksamkeit oder Liebe mehr. Oh, ja, so diese Funktionen decken hinter den Schmerzen, hinter der Identität, ist oft ein Selbstsabotage. Mhm. Und wenn wir die heilen können, ja, die Symptome lösen sich, auch in ihrem Fall. Mhm. Ja, Migränen verschwunden. Mhm. Fantastisch. Ja. Es kann manchmal so einfach sein, ne? Und oft nach langjähriger Suche wahrscheinlich oder nach langjährigem Weg. Ja, ja. Ne? Wir probieren mehrere Therapieformen, aber die setzen nicht ein, oder? Mhm. Wir versuchen eben, das Buch zu schreiben, aber es kommt irgendwelche Krisen rein und wir können nicht. Ja, ist so. Du unterstützt ja auch Menschen auf ihrem Weg. Also wenn jetzt jemand sagt, ich komme allein nicht ganz so gut damit zurecht oder beziehungsweise ich fühle mich wohler in einer Gemeinschaft, wo kann er etwas finden? Wo kann er sich an deinem Angebot oder über dein Angebot informieren? DarylCombs.com ist meine Webpage. Und da bei unserer Webseite, bei Healing Presence Academy, man findet eben Ausbildungsmöglichkeiten, eben wo wir Therapeuten, Coaches, Leute von alle Karrierebereichen eigentlich, Ärzten, die einfach einen nächsten Schritt schaffen möchten, einen Sprung machen möchten und ihre Gaben in die Welt bringen möchten, mit indigenem Wissen verbunden. Da findet man auf der Webpage auch Online-Kursen und ein Membership, die wir starten, wo wir einander unterstützen, unter Gleichgesinnten zu kommen. Schön. Mit Meditationen und Erkenntnisse, Insights und Videos. Und ein Feld kreieren, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja, und ein Feld von Mut kreieren. Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank. Ich hoffe, es fühlen sich viele angesprochen davon und inspiriert vor allen Dingen und hinterfragen mal ihre eigene Identität. Wenn es stimmt, dann ist ja okay, ne? Aber wenn es eben ein komisches Bauchgefühl gibt vielleicht auch, dann sollte man eben einfach mal an einen Wandel oder an eine Veränderung denken. Und den Mut haben, genau, das, was entfaltet durch dich, ist richtig. Und es geht eigentlich ganz einfach, ja, ne, so wie ich das jetzt verstanden habe. Vielen herzlichen Dank für deine
wichtigen Worte, die du uns gegeben hast und für dein Wirken. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, dann auch wieder wertvolles Wissen von dir zu bekommen. Und ja, wünsche dir bis dahin alles Gute. Danke, danke. Danke sehr. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren und dass Sie sich für Ihre Identität interessiert haben. Und jetzt wäre ich eigentlich, jetzt würde ich gerne mal Mäuschen spielen, was Sie darauf antworten, wie es denn um Ihre Identität steht. Ich hoffe gut, und wenn noch nicht, dann wissen Sie, dass es veränderbar ist. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Wir wünschen Ihnen dafür viel Erfolg. Und seien Sie achtsam mit sich und vor allen Dingen seien Sie liebevoll mit sich. Und kreieren Sie Ihre wahrhafte oder erwecken Sie Ihre wahrhafte Identität und leben Sie. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen.